Hallo liebe Leute, Dr. Dexe hier mit einem weiteren Boss-Guide. Ich werde versuchen, zu allen Bossen, zu den neuen Bossen einen Boss-Guide zu machen. Die neuen Bosse sind an sich, ich weiß nicht, irgendwie finde ich sie einfacher vom Gefühl als die Elder- und Shaper-Bosse. Die sind halt neu, am Anfang kamen sie einem sehr schwierig vor, vor allem der letzte Fight, dieser Über-Awakener. Aber gut, zu denen kommen wir später. Jetzt kommen wir zu den Warlords. Zu einem Warlords-Fight. Das ist ein Physical Damage Boss-Fight. Wir können ihn anfangen. Also ich habe einen Charakter, der super tanky ist und wenig Schaden macht, vor allem geschuldet dadurch, dass ich nur 4 Links habe. Der positive Aspekt dabei ist aber, der Fight dauert so lange. Und ich habe so wenig Schaden, aber kriege auch so wenig Schaden, dass ich quasi unsterblich bin und kann den Fight gut demonstrieren, um was es hier geht. Ich kann lange erzählen, während wir ihn hier machen. Also der Typ ist ein Physical Damage Boss. Er steht hier in der Arena und beschwört, diese Banner, die machen ihn fast immun, könnte man sagen. Das heißt, die Banner muss man um ihn herum töten. Sonst bekommt er ein Schild, wie ihr seht, ne? Also dieses blaue Schild da auf dem Namen. Da seht ihr, dass er dann eben in einer Reichweite vom Banner steht. Wenn man den Banner zerstört, geht das Schild weg und man kann ihn den Boost dann fokussen wieder. So. Das Problem ist, der bewegt sich hier in der Mitte, steht der Boss ziemlich beschissen. Weil der steht dann zwischen 4 Bannern. Das bedeutet, das Erste, was ihr macht bei dem Bossfight, ist ihn erstmal auf eine Seite ziehen. Am besten hier irgendwie in die Mitte. Da steht er perfekt. So, und da bleibt fast per stehen. So, und dann müsst ihr immer nur einen Banner zerstören, um ihn dann wieder zu damagen. Ja. Er beschwört halt noch Spawns, Minion-Spawns. Und jede paar Sekunden, ja, regeneriert sich das halt natürlich wieder, ne? Mit den Bannern. So, also, was hat er für Attacks, der Boss? Wie ihr seht, okay, das ist übrigens die Phase, die bei 50% ungefähr kommt. Dann wird er, der wird nicht unsterblich, aber er geht in so eine, ja, schon so eine Phase, wo er selbst nicht angreift, sondern beschwört die ganze Zeit Monster. Ich glaube, die Monster werden auch gebufft. Aber so richtig, ich als Juggernaut merke davon nichts. Ich finde, das ist die einfachste Phase. Einige Leute sagen, man muss alle Banner erst töten, bevor man ihn angreift. Finde ich aber Blödsinn. Die Banner zu töten dauert länger, als ihn einfach zu damagen, während der. Also einfach draufhauen. Einfach draufhauen. Das würde ich euch empfehlen. Genau. Also, wenn er in diese Phase geht, einfach damagen und nicht versuchen, hier alle Banner zu töten. Die Zeit. Also ihr kriegt dadurch keinen Zeitgewinn. Die alle zu töten dauert genauso lang, wie ihn einfach runter zu fokussen. Plus müsst euch dann weniger Gedanken zu machen. Ja, aber das sind quasi die Core-Essenzen des Fights. Im Nahkampf macht der Schaden. Was hat er für Attacks? Also er hat einen Slam. Jetzt zum Beispiel jetzt wieder die Phase mit dem Banner, die zerstören. Dann ist sein Schild weg und dann kann man ihn wieder angreifen. Oh, das hat wehgetan. Das war der Slam. Also, der Slam ist der gefährlichste Attack, wenn ihr kein Juggernaut seid. Ich fasse mal zusammen. Also, er hat einen Slam. Dann holt er sie aus, sagt ein paar Worte und macht einen Riesenslam. Den hier, glaube ich. Nee, Quatsch. Das war der Meteor, der Banner. Hier, da. Hand of Justice oder so, sagt er, ne? Und dann slammt er mit seinen Händen drauf. So. Sonst haut er einfach nur normal, hier. Diese Steine, das ist noch so eine weitere Sache, die macht ein bisschen Bleeding. Da holt er aus mit den Händen, so nach rechts und links. Und von den beiden Seiten kommen dann Steine zugeflogen in die Mitte. Und die restlichen Attacks sind eigentlich unbedeutend. Die kann jeder schaffen. Also zur Animation, das ist die Steine. Also dann macht er so einen Handclap. Das könnte man vielleicht, wie erkennt man das? Also, der Handclap bedeutet, die Steine kommen von den Seiten. Der ist halt ein AOE-Spell. Das ist der, sage ich mal, für Fernkämpfer vielleicht von Bedeutung ist, weil der dann. Ja, und das ist der Sch Hammerschlag gewesen. Das ist der gefährlichste Schlag von ihm. Das ist der Banner, glaube ich, ne? Was gemacht hat. Ja, genau, das war der Banner. So, und das war's. Endclap. Da ziehe ich Molten Shell und dann bin ich safe. So, und das, Quatsch. Der Hammerschlag. Der Handclap ist halt die Steine von den Seiten. Der macht aber nicht viel Schaden.
muss man sagen. Also wie gesagt, das Einzige, was ein Charakter, der ein bisschen Physical Damage Reduction hat, vor dem er Angst haben muss, ist der Schlag von oben. Also dieser Hammerschlag von oben. Der hier zum Beispiel, dieser Handclap, ich finde, der macht ein bisschen Bleeding, aber ich habe nicht gemerkt, dass der irgendetwas ausrichtet bisher. Hat auch meine Zombies oder so nicht getötet. So, und dann immer eben diese Abwechsel. Immortal Banner töten, der neben mir misst, und dann ihn wieder fokussen. Ja. Dann hat er eben diese, ne, ausholenden Schläge, die er macht. Aber die machen nicht genug Schaden. Achso, genau, dieser Attack gibt es auch. So einen Sturm von mehreren. Ja, Hammerfäusten quasi. Aber die machen auch extrem Schaden. Aber natürlich nicht so stark wie dieser eine Slam quasi. Ja, ich hoffe, ihr kriegt einen Blick. Deswegen meine ich, ich finde den Fight, also bei Minotauren zum Beispiel, wenn man den Minotauren-Fight zum Beispiel sieht, der Minotaure macht viel mehr Schaden mit seinem Burrow als der hier. Also selbst als Juggernaut kannst du den Minotaure nicht so face denken. Das ist übrigens ein Level 81er Fight, also viel schwerer wird er nicht. Das ist quasi dann die fünfte Stufe, wenn ich mich nicht täusche. Also jeder Boss hat 8 Stufen. Das ist der fünfte. Joa. Ich sag mal so, nicht schwer als Juggernaut. Wenn du einen squishy Charakter spielst mit nicht Physical Damage Reduction, dann wird das wahrscheinlich schon wehtun. Ja, und natürlich ist es eigentlich ganz gut, am Ende Culling Strike zu haben. Hatte ich jetzt nicht, aber ja, das wäre die Idee. Ja, und das war's. Droppen tut er diese Items, die so ein bisschen blau-gelb leuchten. Die haben logischerweise ein bisschen was mit Physical Damage zu tun, so ein bisschen an Juggernaut erinnern. Zum Beispiel eines der besten Sachen sieht man hier gerade. In an Endurance Charge every second if you've been hit recently. Quasi die Ascendancy vom Juggernaut kriegt man auf der Rüstung geschenkt. Was auch nicht gar nicht mal so schlecht sein kann, ne? Ja, okay. Ich hoffe, es konnte euch weiterhelfen. Und man... Ciao, ciao.